Hallo, mein Name ist El Hörni, heute hier als Sim Hörni. Das ist Flight Simulator X und ich war einfach mal neugierig. Und zwar wollte ich heute am 26.08. am Tag von Hurricane Harvey mal versuchen, nach Corpus Christi zu fliegen. Und das, was man im Bild sieht, ist der Anflug auf Runway 31. Und wie man sieht, sieht man nichts. Es war völlig finster und völlig dunkel, aber sowohl die Wind- als auch die Regenstärke ist, glaube ich, nicht realitätsentsprechend. Also in keinster Form, weil sonst würde ich wahrscheinlich irgendwo an einem Baum kleben in so einer kleinen Maschine. Ja, das ist ein sehr seltsamer Anflug und eine sehr seltsame Landung, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten, weil genau sowas gehört ja auf meinen Kanal. Ich wechsle zwischendurch immer mal die Perspektive, dass man ein bisschen was sieht. Und wir gucken uns das gleich nochmal von draußen an. Also nicht nur so, sondern nochmal aus einer anderen Perspektive, dass man irgendwie einen besseren Überblick gewinnt. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da runtergekommen bin, aber man konnte von dieser Landung definitiv weglaufen. Und das ist schön, dass nicht nur die Landung zum Weglaufen war, sondern irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie FSX den Input von Active Sky Next verarbeitet hat, aber irgendwie lustigerweise habe ich da einen heftigen Headwind und komme in der Luft fast zum Stehen, bevor ich aufsetze. Aber seht selbst. Ja, das Modell ist eine Freeware Cessna C310. Nichts Besonderes und die anderen Add-ons sind auch sehr Standard. Ein bisschen Orbix hier und Active Sky da und Ground Services X. So, und das ist der aktuelle Touchdown. Und ich rolle kaum weiter. Das ist aus der Perspektive ein bisschen schlecht zu sehen. Wir wechseln gleich mal auf eine andere. Dann sieht man das ein klein wenig besser. So, clear the runway und... fertig. So, hier ein bisschen von unten. Da sieht man den Abstand zwischen Boden und Fahrwerk und die relative Position des Fahrwerks irgendwie besser als in der anderen Sicht. Ist eine Full Flaps Landing. Ich habe lange überlegt, ob ich lieber Vertical Velocity oder dieses Geeier haben will. Ich habe mich fürs Geeier entschieden. So, Touchdown und Stopp. Ja, 3 Meter ausrollen. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Aber die Maschine ist heil geblieben. So what? Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist El Hörni, bzw. Sim Hörni. Dankeschön.